Liebe Juna, wir bedanken uns ganz herzlich. Schön, dass du heute bei uns bist und danke für den tollen Musikbeitrag. Ich begrüße Sie alle herzlich zu unserem Gottesdienst. Schön, dass Sie dabei sind, hier in Präsenz oder auf unserem YouTube-Kanal. Wir feiern heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes diesen Gottesdienst. Dieser Gottesdienst steht unter dem Motto oder unter dem Thema tragende Gemeinschaft. In kleinen Momenten der Muße lege ich mich seit vielen Jahren gerne in die Hängematte. Da fühle ich mich geborgen und getragen. Vor ein paar Wochen hat mein Mann mich damit überrascht, dass er wieder neu Haken auf unseren Balkon in die Decke gebohrt hat. Dort kann ich mich jetzt wieder in meine Hängematte legen, wenn ich einen Moment der Muße habe. Das hat mich sehr gefreut und ich habe mich doppelt getragen gefühlt, von der Matte und von meinem Mann. Besonders ist das Wissen, dass Gott mich trägt und er in meinem Leben gegenwärtig ist. Gott ist gegenwärtig auch an diesem Morgen. Und wir kommen, um ihn zu feiern und vor ihm zu treten.
Ich bete mit uns. Gott, noch bevor wir dich suchen, bist du schon da. Noch bevor wir dich rufen, hast du uns schon beim Namen genannt. Noch bevor wir zu dir kommen, sind wir schon in deinem Licht. Du trägst uns durch unser Leben. Du sagst das Wort, das uns gut tut und Mut macht. Für diesen Tag, für jeden Tag. Schenke uns offene Augen, um deine Herrlichkeit zu sehen. Offene Ohren, um dein Wort zu hören. Ein offenes Herz, um dir zu vertrauen. Amen. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, oh Herr, es bleibt. Keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, Herr, es bleibt. Keiner ist wie du. Erbarmen fließt wie ein weiter Strom und Heilung strömt aus deiner Hand. Kinder mit Wunden sind sicher bei dir. Keiner ist wie du. Keiner ist wie du. Niemand sonst berührt mein Herz so wie du. Wo auch immer ich noch suchte, Herr, es bleibt, keiner ist wie du. Am nächsten Sonntag geht unser Pastor Gerald Kunde, mein Mann, fährt nach Monheim zum Predigen. Das ist ja unsere Patengemeinde und er ist für nächsten Sonntag dort eingeladen, die Predigt zu halten. Jan Carsten Höxtra aus Münster kommt zu uns und wird die Predigt im Gottesdienst halten. Gut, dass wir einander haben, gut, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht uns nur haben, dass der Kreis sich niemals schließt. Und das Gott von dir, der hinter uns. Keiner, der nur immer redet. Keiner, der nur immer hört, jedes Schweigen, jedes Hören wird zu seinem Wort. Keiner widerspricht nur immer, keiner passt sich immer an. Und wir lernen, wie man streitet und sich dann überwinden kann. Dass wir einander haben und dass wir einander sehen. Sorgen, Freude, Kräfte teilen und auf einem Wege gehen. Gut, dass wir nicht so haben,
lasse, dass ich niemals schließe, dass Gott von der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Oft schon hat uns Gott in unserer Freude und zum Schmerz gefallen. Keiner trägt nur immer andere, keiner ist nur immer Last. Jede Erde schon mal von mir schon angefasst. Für alles Kraft, jeder kann mit Gottes Gaben das miteinander schaffen. Keiner, der noch alles braucht und keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder mit die anderen sagen. Dass wir einander haben, dass wir einander sehen. Sorgen, Freuden, Kraft. Ich lese uns aus Jesaja 63, die Verse 8 und 9 aus der Hoffnung für alle. Er, Gott, dachte: Sie sind mein Volk, meine Kinder. Sicher werden sie mich nicht enttäuschen. Und so half er ihnen aus ihrer Not. Denn wenn sie in Bedrängnis waren, litt auch er. Immer wieder ist er durch seine Engel zu ihnen gekommen und hat sie gerettet. Er befreite sie damals vor langer Zeit, weil er sie liebte und Mitleid mit ihnen hatte. Er nahm sie auf die Arme und trug sie Tag für Tag. Komm, ich helfe dir tragen. Mein Rucksack ist schwer geworden. So viele Lasten schleppe ich mit mir herum. Schwer wie Steine drücken sie mich nieder. Sorgen, die ich nicht loslassen kann, Hoffnungen, die zerplatzt sind, Erinnerungen an Versäumnisse, an Menschen, denen ich wehtat, an Fehler, die ich machte. Müde komme ich zu dir, nehme meinen Rucksack ab, schütte ihn vor dir aus. All die Steine poltern vor dir zu Boden. Du siehst das an. Du siehst sie an, einen nach den anderen, dann mich. Komm, ich helfe dir tragen, sagst du. Ja, das Thema ist bereits angeklungen und bevor ich predige, würde ich gerne mit uns beten. Barmherziger Gott, du lässt uns nicht fallen. Du siehst nach uns und trägst uns. Wir bitten dich um deine guten Worte und um deine Hilfe. Amen. Amen.
Liebe Gemeinde, es ist schon ein paar Jahre her. Es war ganz zu Beginn unserer Zeit in Brasilien. Da gingen wir als Familie im Botanischen Garten spazieren. Mit vielen wunderschönen, exotischen Bäumen, Pflanzen. Es war fantastisch. Dann kamen wir an ein paar Bäume, die etwas höher waren. Dann guckten wir mal genau hin und da ganz oben in den Ästen, da baumelte etwas. Ein kleines Tier, ein Faultier. Vielleicht kennen das einige von Ihnen, von euch. Genau, wir haben hier vorne ein Bild von einem Faultier. Die hängen ja in großer Ruhe über Stunden an einem Ast irgendwo oben am Baum. Und wenn es sich dann mal bewegt, mit großer Langsamkeit, nur keine Hektik, darf nicht sein. Und sehr schön finde ich es dann auch, wie hier auf dem Bild, wenn so ein Faultier ein Junges hat, ein Baby, dann legt es sich auf den Bauch, legt es das Baby sich auf den Bauch. Es gab letztes Jahr einen Vorfall in einem Naturpark in Costa Rica und eine Wandergruppe war da unterwegs und deswegen hat man davon überhaupt erfahren. Diese Wandergruppe hat gesehen, wie ein Faultier im Baum das Baby geboren hat. Die konnten live dabei sein, wie dieses Faultier auf die Welt kam. Ganz spannend. Und plötzlich entglitt das Baby der Mutter und fiel runter. Und das natürlich in einer großen Höhe. Aber weil das Baby mit der Nabelschnur verbunden war mit der Mutter, war der Fall nur kurz und es ist nichts weiter passiert. Die Mama hat dann unter sich gegriffen, sich das Baby wieder hochgeholt, auf den Bauch gelegt und das Baby weiter sauber geleckt. Später sagten die Wanderer, die das erlebt haben, boah, so etwas habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen, ich werde es wahrscheinlich auch nie vergessen. Ja, dieses Faultier und auch diese Begebenheit in Costa Rica sind mir zu einem Bild geworden für Gemeinde, für Gemeinschaft. Als Christen wissen wir uns getragen und gehalten von Gott. Gerade wenn wir fallen, verbunden mit einer unsichtbaren Herzensnabelschnur. Und so getragen können wir auch einander tragen, wenn wir schwach sind und wenn wir fallen. Corona hat uns in den letzten Monaten gezeigt, was wir so sehr vermissen, Gemeinschaft. Miteinander in Kontakt zu sein, einander zuhören und ermutigen, einander tragen und halten. Auch in der Familie, unter Freunden und bei der Arbeit. Ich lese uns das Bibelwort für die heutige Predigt und das steht im Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und ich lese nach der Basisbibel. Ein paar Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich herum, dass er wieder zu Hause war. Daraufhin strömten so viele Menschen herbei, dass der Platz nicht ausreichte. Nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen das Wort Gottes. Da brachten Leute einen Gelähmten zu Jesus. Er wurde von 4 Männern getragen. Aber wegen der Volksmenge konnten sie nicht bis zu ihm vordringen. Deshalb öffneten sie das Dach, genau über der Stelle, wo Jesus war. Sie machten ein Loch hinein und ließen den Gelähmten auf seiner Matte herunter. Jesus sah, wie groß ihr Glaube war und sagte zu dem Gelähmten, »Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber auch einige Schriftgelehrte dabei, die dachten, wie kann er so etwas sagen? Das ist Gotteslästerung. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Doch Jesus wusste sofort, was sie dachten. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Gedanken? Was ist einfacher, dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn von Gott Vollmacht bekommen hat. So kann er hier auf der Erde den Menschen ihre Sünden vergeben. Deshalb sagte Jesus zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf,
nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm rasch seine Matte und ging weg vor ihren Augen. Sie gerieten außer sich. Sie lobten Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Bis hierher unser Bibelwort zur Predigt. Dazu zwei Gedanken. Der erste, eine tragende Gemeinschaft. Eine tragende Gemeinschaft. Es spricht sich herum, dieser Jesus aus Nazareth, der spricht auf ganz besondere Weise von Gott, seinem Vater im Himmel, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit und er tut auch Wunder und hilft vielen Menschen. So etwas hat man in Galiläa noch nie gesehen. Und ich stelle mir vor, wie die Menschen zueinander sagen, du, Jesus ist hier, komm, lass uns hingehen. So auch die vier Freunde, die das mitbekommen haben, dass Jesus in ihrer Nähe war. Das war die Chance, das war die Gelegenheit. Komm, wir bringen unseren Freund zu Jesus. Koste es, was es wolle. Und so packen die vier die Matratze ihres Freundes und gehen los. Wer von uns schon einmal eine Ersthelferübung gemacht hat, weiß, wie schwer ein Mensch auf der Trage sein kann. Vor allem, wenn es nicht nur ein paar Meter bis zum Rettungswagen sind, sondern durch die ganze Stadt geht. Das kostet Kraft und Ausdauer. Aber aus Liebe zu ihrem kranken Freund ist ihnen das egal. Hauptsache, er kommt zu Jesus. Das ist wichtig. Als sie am Haus ankommen, in dem Jesus ist, sehen sie eine wahre Menschentraube, unheimlich viele Leute. Sie sind gekommen, um Jesus zu sehen. Alle stehen eng zusammengepfercht vor der Tür, versuchen den besten Platz in der Nähe des Meisters zu erhaschen und vielleicht auch ihn zu berühren. Es ist wie bei einem Rockkonzert. Da wird oft rücksichtslos gedrängelt, um die beste Sicht auf die Stars auf der Bühne zu bekommen. Klar, dass unsere vier Freunde mit der Trage da nicht durchkommen. Aber Liebe macht erfinderisch. Und so entschließen sich die vier, den Weg über das Dach zu nehmen. Der ist zwar nicht offiziell, aber das machen sie einfach mal. Und die Folge ist eine Gottesdienststörung, wie wir sie wohl noch nie erlebt haben. Mitten im Gottesdienst mit Jesus wird es laut und das Dach wird abgedeckt. Ich stelle mir vor, wie das wohl bei uns wäre, wenn jetzt jemand da oben die Bretter an der Decke auseinanderschieben würde und wie ein Gesicht sehen würden und dann auf einmal würde jemand herabgelassen werden. In Israel sind die Dächer flach und zwischen den Balken ist Lehm und Stroh. Da ist es kein Problem, ein Loch auszuheben und genau das tun die vier. Erst bröckelt etwas Lehm herab und dann schwebt der Gelähmte direkt vor Jesus auf den Boden. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Und wir lesen, und Jesus sah, wie groß ihr Glaube war. Das klingt, als würde selbst Jesus sich wundern, was hier gerade passiert. Und es geht gar nicht so sehr um den Glauben des Gelähmten, sondern um den Glauben seiner vier Freunde. Die vier gesunden Freunde glauben mit dem Kranken und sie glauben für den Kranken, dass Jesus helfen wird. Man könnte sagen, das ist eine Gebetsgemeinschaft auf acht Beinen. Die vier Freunde geben uns ein schönes Beispiel für eine tragende Glaubensgemeinschaft. Hier wird Glaube zur Erfahrung. Sie bilden eine verschworene Gemeinschaft, die alles dran setzt, dass ihr gelähmter Freund Heilung, dass er Hilfe findet. Und so etwas geht nicht allein. Das geht auch nicht zu zweit. Sie müssen schon zu viert anpacken, sonst ist der Gelähmte zu schwer. Es braucht einfach mehr. An anderer Stelle sagt Jesus Christus selbst, spricht er selbst über die hilfsbedürftigen Menschen und spricht ihnen Wertschätzung zu und sagt, Amen, das sage ich euch. Was ihr für einen meiner Brüder oder einer meiner Schwestern getan habt, so unbedeutend sie auch sind,
das habt ihr für mich getan. Nächstenliebe und Hilfe ist nicht nur Ausdruck christlicher Ethik, dass man das als Christ tun sollte, sondern Ausdruck von christlicher Spiritualität. Menschen in Not beizustehen, Menschen zu helfen, ist Christusbegegnung. Nächstenliebe ist Ausdruck von christlicher Spiritualität. Die frühe Kirche war bekannt für ihre Fürsorge für die Armen und für die Kranken. So etwas war ungewöhnlich im Römischen Reich damals. Warum sollte man sich um die Not der anderen kümmern? Der Evangelist Lukas berichtet uns in der Apostelgeschichte von der christlichen Gemeinde in Joppe. Da gab es eine Christin namens Tabitha. Und sie tat so viel Gutes an den Armen und an den Kranken, dass die Menschen sich darüber freuten. Und als sie dann starb, war die Trauer im Dorf groß. Ich muss denken an die Hochwasserkatastrophe der letzten Tage. Sie hat so viel Not verursacht. In Deutschland und auch in den anderen Ländern. 180 Menschen haben ihr Leben verloren. Viele sind immer noch vermisst. Viele haben ihr Hab und Gut verloren. Häuser, Straßen, Brücken sind zerstört. Vor kurzem hörte ich, es sieht aus wie im Krieg. Aber auch das andere ist wahr. Der Flutwelle folgt eine riesige Welle an Mitgefühl, an Solidarität, an Hilfsbereitschaft. Nachbarn helfen Nachbarn. Viele Leute spenden Geld, Lebensmittel und Kleidung. Viele nehmen sich frei und kommen, um zu helfen. Inzwischen sind es schon so viele, dass man sie wieder nach Hause schickt, weil man das nicht koordiniert bekommt. Vorgestern las ich von einem Unternehmer, der spontan seine Firma geschlossen hat und mit seinem Tieflader und mit seinem Bagger 300 Kilometer gefahren ist, um mitzuhelfen, das Geröll und die Schlammmassen wegzuarbeiten. Oder Mineralölhändler aus Limburg verteilen kostenlos 30.000 Liter Diesel an alle, die mit Bagger und Traktoren und Lastern unterwegs sind. Auch an alle, die Notstromaggregate und Pumpen betreiben. 30.000 Liter Diesel. Ich könnte noch viele Beispiele jetzt erzählen, was ich in den Tagen alles gelesen habe oder gesehen habe im Fernsehen. Und das hat mich stark beeindruckt. Diese Welle der Solidarität und der Hilfsbereitschaft. In unserer Geschichte, diese vier Freunde, sie bilden eine tragende Gemeinschaft. Sie tragen ihren kranken Freund zu Jesus. Jesus ist das Ziel ihres Tragens. Wie ist es bei uns? Kennen wir die Sorgen und die Not unserer Freunde, unserer Nachbarn, auch voneinander hier in der Gemeinde? Berührt es unser Herz? Nehmen wir Anteil? Wissen wir, was wir brauchen? Wen bringen wir zu Jesus? Vielleicht jemand, der gar nicht viel in Kontakt ist mit Kirche, mit Glaube, für den wir beten können, für den wir uns interessieren können, den wir besuchen können, einladen können. Wen bringen wir zu Jesus? Und ein zweiter Gedanke in unserer Geschichte, ein tragender Herr, ein tragender Jesus. Ja, die Freunde öffnen das Dach, sie lassen ihren Freund direkt vor Jesus herab und schließlich liegt der Gelähmte vor Jesus. Und die vier Freunde hoffen, dass Jesus ihn jetzt auch körperlich gesund macht. Aber stattdessen geschieht etwas ganz anderes. Jesus sagt zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Ups, was für eine Überraschung. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Was soll das jetzt? Und ich kann mir vorstellen, dass da so mancher auch ein Fragezeichen im Kopf hatte. Ich denke, Jesus blickt tiefer und er sieht den Menschen ganzheitlich. Ja, es geht hier um eine körperliche Lähmung. Aber es gibt so vieles, was uns lähmt. Es kann Stress sein bei der Arbeit oder Stress, den wir uns selber machen, weil wir alles richtig, alles perfekt machen wollen.
Oder wir haben Konflikte, Konflikte bei der Arbeit, Konflikte in der Familie. Die Situation ist belastend. Oder chronische Krankheiten und die Angst, dass es noch schlimmer wird. Vielleicht auch Schmerz und Trauer, einen geliebten Menschen verloren zu haben. Oder erlittenes Unrecht, Gewalt, Missbrauch. Es gibt so vieles, was uns das Herz schwer macht und was uns lähmt. Und unsere Gedanken kreisen darum und unsere Psyche reagiert darauf. Mit Ängsten, mit Erschöpfungsdepressionen, mit Zwängen. Wir fühlen uns ohnmächtig und sind wie gelähmt. Vielleicht haben Sie, vielleicht hast du eine ganz konkrete Situation vor Augen. Oder musst an einen Menschen in deinem Umfeld denken. Vielleicht haben auch Sie selbst mit Ihrer eigenen Schwachheit und Ohnmacht zu kämpfen. Jesus weiß um psychosomatisches Leiden. Er sieht den Menschen ganzheitlich. Er sieht, wie sie körperlich krank sind und wie sie leiden. Und er sieht auch, wie sie seelisch krank sind und leiden. Und wie beides miteinander zusammenhängt. Körper und Seele. Und er hat beides im Blick. Er ist der Arzt der Seele und des Leibes. Und hier in unserer Geschichte beginnt er mit der Heilung der Seele. Er will nicht nur, dass die Beine des Gelähmten wieder funktionieren und dass er wieder laufen kann, sondern er will auch, dass die Seele das Laufen wieder lernt. Die Schriftgelehrten, die Theologen, die dabei sitzen, machen finstere Gesichter. Moment mal, Sünden vergeben, das kann doch kein Mensch. Sünden vergeben kann nur Gott. Ja, damit haben sie recht. Sünden vergeben ist das schwerste Geschäft überhaupt. Und dieses Geschäft lässt Gott sich nicht abnehmen. Deshalb starb Jesus schließlich am Kreuz und hat unsere Sünden auf sich genommen. Wenn Jesus hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben, spricht er in der Vollmacht Gottes. Und das ist in ihren Augen Gotteslästerung. Aber Jesus macht damit deutlich, er ist mehr als nur ein Mensch, als nur ein Lehrer, ein Rabbi. Er spricht in der Vollmacht Gottes, ja, er spricht an Gottes Statt. Und wie wir als Christen glauben, ja, Jesus ist Gott, Gott in Mensch, Gott, der uns als Mensch entgegenkommt. Der Reformator Martin Luther hat den sündigen Menschen als Homo incurvatus beschrieben. Homo incurvatus, also als einen Menschen, der in sich verkrümmt ist, nur noch auf sich selbst bezogen und losgelöst von Gott. Homo incurvatus. Und wenn Jesus hier sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann will er damit sagen, ich hole dich heraus aus deinem Verkrümmtsein. Ich hole dich heraus aus deiner Isolation, aus deinem Gefängnis und ich setze dich neu in Beziehung zu Gott, deinem Schöpfer, deinem Vater im Himmel. Dann will er sagen, ich nehme dir ab, was dich von Gott trennt. Ich reinige deine Seele von allem Bösen, von allem Schmerz und aller Ohnmacht, allem, was dich belastet und lähmt. Dann will er sagen, ich mache dich fähig, dein Leben wieder unter die Füße zu bekommen. Darum, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Das lässt sich der Gelähmte nicht zweimal sagen. Er spürt es kribbeln in seinen Beinen. Er stellt sich auf die Füße, etwas wackelig vielleicht, aber es geht. Und dann macht er die ersten Schritte und kann laufen. Jesus Christus, er ist der tragende Herr, der gute Arzt für Leib und Seele. Ich möchte zum Schluss kommen. Weil wir getragen sind, können wir tragen. Und wir sollen es auch. Denken wir vielleicht noch einmal an das Faultier am Anfang, wie die Mama ihr Baby wieder nach oben holt und es sich auf den Bauch legt. Und aus kleinen Faultieren
werden große und sie wachsen mit ihren Aufgaben. Und so auch wir. Aus Menschen, die Hilfe benötigen, werden Menschen, die helfen können. Aus Schwachen werden Starke, die aufstehen und ihre Matte nehmen und gehen. Ja, auch das ist Gemeinde, Kirche. Und wenn wir es nicht schaffen, dürfen wir auch wieder schwach sein. Wir müssen nicht perfekt sein und immer stark. Wir dürfen auch zu unserer Schwäche stehen und uns immer wieder neu zu Jesus bringen lassen. Ja, auch das ist Gemeinde, Kirche. Ich habe uns zum Schluss noch ein Bild mitgebracht, das können Sie hier vorne an der Wand sehen, von einem Baum mit vielen Händen. Mit vielen bunten Händen in allen Farben, große und kleine, in allen Richtungen, Hände, die tragen und halten. Und zusammengehalten werden sie von einem starken Stamm in der Mitte. Und so bilden sie einen Baum, stark und lebendig. Dieses Bild ist auch auf dieser kleinen Karte mit der Jahreslosung von diesem Jahr. Und die Jahreslosung lautet ja, Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ja, so wie wir Gutes und Barmherzigkeit erfahren, so wie wir getragen werden, so dürfen wir es auch weitergeben. So wie, wie Gott es gut meint mit uns, mit Ihnen, mit dir, dürfen wir es auch gut meinen miteinander und diese Hilfe weitergeben. Amen. Ich habe diese Karte da vorne an den Ausgang gelegt bei den Körben. Wenn Sie möchten, wenn ihr möchtet, könnt ihr beim Herausgehen euch gerne eine von diesen Karten dann mitnehmen. Wir haben jetzt einen Moment der Stille und ich bete dann mit uns. Herr, du weißt, wo wir inkurvatus sind, verkrümmt in uns, selbstbezogen, isoliert, ohnmächtig. Herr, wir bitten dich um dein befreiendes Wort, damit unsere Seele das Laufen wieder lernt. Wir bitten dich um Vergebung für unsere Taten und Worte, wo wir Böses getan haben oder das Gute nicht getan haben. Wir bitten, dass du uns die Hand reichst und uns wieder auf die Füße stellst und stärkst. Wir bitten dich auch für uns als Gemeinde, dass wir einander tragen und dass wir einander immer wieder neu auch zu dir bringen, damit du uns anrührst und trägst und stärkst. Danke. Amen. Wir hören jetzt das nächste Lied. Das wird uns weiter teilen, in Not und in Leidenschaft.
der dunklen Nacht. Wir beten gemeinsam. Barmherziger Gott, du lädst uns ein, uns vertrauensvoll in deine Hände zu legen. Du trägst uns durch das Leben. In Jesus Christus kommst du zu uns, du richtest uns wieder auf, wenn wir fallen. Du heilst Verletzungen und vergibst Schuld. Du tröstest und schenkst neue Kraft. Herr, wir bitten um deinen Geist, hilf uns aufzustehen, unsere Matte zu nehmen und zu gehen. So getragen können wir auch einander tragen, zu dir hin. Du willst, dass wir füreinander leben, darum bringen wir vor dich die Einsamkeit vieler alter und auch junger Menschen auf der Welt. Mach Mut, dass wir aufeinander zugehen und mitfühlen. Du willst, dass wir füreinander leben, darum bringen wir vor dich die Hoffnungslosigkeit in unserer Welt. Die Hoffnungslosigkeit der Asylbewerber, der Fremden, der Rechtsradikalen, der Kranken, der Einsamen, der Trauernden, der Schwachen sowie der Starken. Wir bringen dir die Hoffnungslosigkeit der Opfer und Familienangehörigen und Freunde der Opfer der Flutkatastrophe. Wir bitten dich besonders für die Menschen in Holzwickede, Rheinbach und Eupen in Belgien. Wir bitten dich für alle Helfer und Helferinnen in den Gebieten und den Katastrophengebieten dieser Welt. Wir bitten dich für die Menschen im Blick auf den neuen, bevorstehenden Regen. Wir bitten dich für Politikerinnen in unserem Land und der EU. Wir bitten dich für die anstehenden Wahlen. Mach uns Mut, unsere Stimme zu erheben für die, die selbst zu schwach sind oder keine Stimme haben. Und gib uns Mitgefühl und Kraft zu helfen, wo wir gebraucht werden. Gib uns Kraft, das offene Gespräch mit denen zu suchen, die wir nicht verstehen. Du willst, dass wir füreinander leben. Darum bringen wir vor dich die Gewalt in dieser Welt, die Gewalt an Kindern, die verschleppt, misshandelt, vernachlässigt werden. Die Gewalt in den Kriegs- und Unruhegebieten dieser Welt, wo der Hass kein Ende findet. Die Gewalt mitten unter uns auf dem Schulhof, in der Nachbarschaft, in den Familien. Mach uns Mut, Formen des Miteinanderlebens zu finden, in der Freiheit und Liebe und Rücksicht möglich ist. Wir beten gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören, Gott segne dich. Thank you.
Ich wünsch dir Gottes Segen. Ich wünsch dir seine Nähe, seinen Bann. Er reicht erfüllte Segen. Über den die Hand des höchsten Mannes wieder fährt. Gelassen, Herr, in allem, was du tust, das Ohren stürme. Sicher und im Frieden mit dir ruhst. Ich wünsch dir diesen Segen. Ich wünsch dir Gottes Segen, Geborgenheit im Vater, so ein Weiß, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in jedem und weißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die Seele inspiriert, ich wünsch dir diesen Segen. Segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich, fürchte nichts, denn du lebst von seinem Angesicht, Gott segne dich. Ich wünsch dir Gottes Segen, entfalte alles, was du in dir spürst. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, wag neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig offen geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Schatten, den wir spüren, kann das Licht in uns zerstören. Segne dich, hüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht, Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du lebst vor seinem Angesicht, Gott segne Geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach. Geht leichtfüßig. Geht zart. Und haltet Ausschau nach der Liebe. Und Gottes Geist, die Ruach, geleite euch. So segne euch der gnädige Gott. Amen. Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen alle und eine gute neue Woche. Und gemeinsam sind wir unterwegs.